Guten Morgen in Christus, ihr lieben Lichter. Danke Gott. Danke Gott. Und danke Heiliger Geist, dass du mich benutzt. Das ist wirklich mein ganzes Glück. Danke. Ja, und danke für dich. Ah, okay. Ihr Lieben, irgendwie ist es so wie Geschenke auspacken. Jede Lektion, also auch die heutige wieder, das ist also, alles ist wie ein Geschenk. Es ist, ja, es ist wie Weihnachten. Ja, wirklich wahr. Heute ist auch wieder so eine wunderschöne Lektion, die so viel, so ein enormes Gefühl von Frieden bringt und Heilung. Ja, ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin. Lektion 124 aus Ein Kurs in Wundern. Lasst uns damit mal verweilen, einen Augenblick. Ich bin eins mit Gott. Ich bin eins mit Gott. Was bewirkt das? Das ist doch, bringt doch sofort ein Gefühl, ein ganz tiefes Gefühl von Sicherheit. Ich bin eins mit Gott. Und es bringt auch für mich, also in meiner Wahrnehmung, jetzt sofort ein Gefühl von ich trete zurück von der Welt. Ich bin eins mit Gott. Es ist so, wie wenn dieser ganze Schauplatz der Welt verliert an Wichtigkeit. Es relativiert sich alles. Ist gar nicht mehr so wichtig. Ich bin noch eins mit Gott. Ja, und hier ist mein Zuhause. Ich bin eins mit Gott. Und das ist die Wahrheit, wo auch immer ich hingehe, was auch immer ich tue, wie auch immer ich mich hier wahrnehme, was auch immer, ich bin eins mit Gott. Das ist die Wahrheit. Ich bin eins mit Gott. Und alleine schon, wenn das stimmt, allein schon daraus folgt, dass ich kein Körper sein kann. Und keine Person, die Brigitte Bokelmann heißt oder wie auch sonst sie heißen würde. Denn wie kann ich als Körperidentität oder Persönlichkeit eins mit Gott sein? Das kann gar nicht sein. Alleine das deckt diese ganzen Irrtum auf. Ja, in Wahrheit, ich bin eins mit Gott. Das ist die Wahrheit. Ja, das heißt, nicht er muss wie ich sein, denn dann wären wir nicht eins. Dann wäre er ein Körper, wie ich auch. Das geht gar nicht. Dann, wo ist da Einssein möglich? Das heißt, ich muss wie er sein. Das ist logisch, sogar logisch. Ich bin eins mit Gott. Nicht er kommt herunter zu uns hier und wir spielen hier Einssein, umarmen uns und so. Nein, sondern ich erhebe mich zu ihm in den Himmel hinein, in den Himmel meines Geistes. Ja, der Himmel ist ja kein anderer Ort oder kein anderer Zustand, keine andere Zeit, weil im Himmel gibt es keinen Ort und keine Zeit und auch keinen Zustand. Der Himmel ist das Gewahrsein völligen Einsseins. Und in einem Gewahrsein völligen Einsseins
Da ist einfach nichts als das. Da ist nur eins sein. Da ist nichts anderes. Das heißt, wir erheben uns. Es ist sehr erhebend, dieser Gedanke, ich bin eins mit Gott. Wunderschön. Ja, wo auch immer ich hingehe. Heute wollen wir wiederum Dank sagen für unsere Identität in Gott. Meine Identität in Gott. Ja. Und wir sind eins. Das heißt, er ist in meinem Geist, in dem Christusgeist, in dem Teil meines Geistes, dem einzigen Teil meines Geistes, der Wirklichkeit besitzt. Und ich bin in ihm. Das heißt, wir sind eins. Da ist gar keine Trennung mehr. Das ist dasselbe. Unsere Identität ist dieselbe. Ja. Unser Zuhause ist sicher. Schutz ist gewährleistet in allem, was wir tun. Macht und Stärke stehen zu unserer Verfügung in allem, was wir unternehmen. In nichts können wir scheitern. Ihr Lieben, wir brauchen uns nur erinnern, ich bin eins mit Gott und dann kann ich in nichts scheitern. Alles, was wir berühren, nimmt ein leuchtendes Licht an, das segnet und das heilt. Eins mit Gott und mit dem Universum gehen wir frohlockend unseres Weges im Gedanken, dass Gott selbst überall hin mit uns geht. Also, wenn das nicht vollkommene Sicherheit bietet, was dann? Ne? Und ich liebe ja diese Übung Nummer 50. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Ja, das heißt, ich bin nirgends in Gefahr. Nirgends und nie bin ich in Wirklichkeit in Gefahr. Auch deswegen schon allein deswegen, weil ich gar nicht dieser Körper bin. Und das, was ich bin, ist ja nur eingeschlafen. Es ist im Himmel. Ich bin im Himmel. Ich habe den Himmel nie verlassen. Ich bin immer noch im Himmel. Wie kann ich in Gefahr sein? Ich bin bei Gott im Himmel. Bin nur eingeschlafen. Ja? Wie heilig ist unser Geist? Ne? Der Geist, der Christusgeist, der Geist, der einzige Teil unseres Geistes, der Wirklichkeit besitzt. Wie heilig ist dieser Geist? Ja? Der andere Geist, der gespalten ist und meint, er wäre ein Körper und hier ist Trennung und so und die Welt ist wirklich, der träumt. Der hat gar keine Wirklichkeit. Ja? Und alles, was wir sehen, spiegelt die Heiligkeit in dem Geist wider, der eins mit Gott ist und auch mit sich selbst. Wie leicht schwinden Irrtümer dahin und der Tod weicht dem ewigen, dem ewig währenden Leben. Unsere leuchtenden Spuren weisen den Weg zur Wahrheit, denn Gott ist unser Gefährte, während wir eine kleine Weile auf dieser Erde wandeln. Und die kommen, um uns nachzufolgen, werden den Weg wiedererkennen, weil das Licht, das wir tragen, zurückbleibt und doch mit uns kommt, während wir weitergehen. Wir sind das Licht der Welt. Wir bringen Frieden in jeden Geist durch unsere Vergebung. Und dieses Licht in unserem Geist, es bedeutet, wir schauen mit der Lampe von Jesus, mit dem Licht des Heiligen Geistes, schauen wir auf die Welt, auf die Dinge. Und durchschauen die Illusion. Vergeben bedeutet, ich durchschaue die Illusion der Trennung und erinnere mich, dass nur die Wahrheit wahr ist. Was wir empfangen, ist unsere ewige Gabe an die, die nach uns kommen und auch an die, die vor uns gingen oder eine Weile bei uns weilten. Gott, der uns mit derselben Liebe liebt, in welcher wir erschaffen wurden, lächelt uns an und bietet uns das Glück an, dass wir gaben. Und das ist das Gesetz der Liebe, ja, was hier in diesem Absatz wieder zum Tragen kommt, ja. Alles, was von Gott ist, kann nur geben. Und es ist ein ewiges Geben. Es ist ein ewiges sich verschenken. Es kann nicht anders. Gott kann nicht anders als sich immer verschenken. Gott würde nie sagen,
lieb mich und mach dies und mach jenes oder so. Das wäre ja alles Trennung, sondern er schenkt nur und gibt und teilt aus. Er teilt immer nur Liebe aus, er dehnt immer nur Liebe aus. Und das, je mehr wir uns erinnern, dass wir ja eins mit ihm sind, das heißt uns bewegen durch diese Welt in diesem Licht, diesem Christusgeist, umso mehr teilen wir aus. Und Bedürfnisse oder Bedürftigkeit löst sich auf. Und wir sehen die Fülle, in der wir wirklich leben. Nicht die Fülle des Ego, die braucht Millionen, um sich in der Fülle zu fühlen und drei Autos und Häuser hier und da, ja, sondern die Fülle der Liebe, die Fülle der Wahrheit, an die wir uns erinnern, die wir sind. Heute wollen wir an seiner Liebe zu uns nicht zweifeln, noch seinen Schutz und seine Fürsorge in Frage stellen. Genau. Keine Zweifel mehr. Gott liebt uns. Gott liebt mich. Ja, ich bin eins mit ihm. Wie kann er mich nicht lieben? Keine bedeutungslosen Ängste können zwischen unserem Glauben und unser Gewahrsein seiner Gegenwart treten. Wir entscheiden uns einfach jetzt dafür, ja? Keine Angst mehr vor Gott. Gott und ich sind eins. Meine Güte, wenn ich Angst vor Gott habe, habe ich Angst vor mir selbst. Und das ist ja tatsächlich der Zustand dieser Welt. Ja? Das ist der Zustand in unserem Geist. Deswegen ist ja Krieg für das Ego, nicht für Gott, nicht für den Christus. Da ist kein Krieg. Aber das Ego wähnt sich im Krieg mit dem Christusgeist. Ne, das spürt, also es weiß ja nicht, was das da ist, aber spürt, da ist irgendwas, was es bedroht, weil es ja weiß, es ist nicht wirklich und immer darum kämpfen muss. Ja? So, und heute wollen wir uns entscheiden, keine Angst mehr vor Gott, weil ich keine Angst mehr vor meinem wahren Selbst haben will. Heute sind wir im Wiedererkennen und Erinnern eins mit ihm. Wir fühlen ihn in unseren Herzen. Unser Geist enthält seine Gedanken, unsere Augen schauen seine Lieblichkeit in allem, auf was wir schauen. Heute sehen wir nur das Liebevolle und das Liebenswerte. Und jetzt kommt es, das ist sehr wunderschön, dieser Absatz, der jetzt kommt hier. Wir sehen es, also das Liebevolle und das Liebenswerte. Wir sehen Gott, ja, in den Erscheinungen des Schmerzes und der Schmerz weicht dem Frieden. Wir sehen es in den Rasenden, den Traurigen und den Notleidenden, den Einsamen und Ängstlichen. Sie werden jener Ruhe und dem Geistesfrieden zurückerstattet, in denen sie erschaffen wurden. Auch in den Sterbenden und Toten sehen wir es, wodurch sie dem Leben zurückerstattet werden. Das alles sehen wir, weil wir es zuerst in uns selber sahen. Und wie meint er das jetzt? Was ist damit jetzt gemeint? Weil das ist ja diese Sache, wo Jesus ja gesagt hat, ihr werdet größere Wunder wirken wie ich. Und er hat ja offensichtlich, er hat ja Tote auf, mal Tote aufgeweckt und solche Dinge, ja, oder Krankheiten geheilt. Wie ist das jetzt zu verstehen, dass wir die Sterbenden und Toten, wodurch sie dem Leben zurückerstattet werden, weil wir Gott in ihnen sehen, was bedeutet das dann? Heißt das dann, dass der Körper wieder aufersteht und weiterlebt, also der Körper wieder hier ist und weiterlebt, ist das die Auferstehung? Ist das damit gemeint? Nein, auf gar keinen Fall. Weil das ist ganz einfach. Was ist damit gemeint? Es gab nie einen Toten. Und es gab auch nie diesen Körper. Das sind Träume. Also insofern, Jesus hat ja damals ein, zwei, drei, ich weiß gar nicht, wie viele Tote aufgeweckt. Bitte verzeiht mir, dass ich das nicht genau weiß. Aber was hat er damals an der Welt an sich verändert? Also in dem Sinne, er war derjenige, der hat die Illusion durchschaut.
Aber die Welt war noch nicht bereit. Sie war noch nicht bereit für seine Botschaft. Heute sind wir hier und sind in der Lage, wir durchschauen jetzt mit Jesu Hilfe die Illusion und wir wecken mit seiner Hilfe die Toten auf, indem wir erkennen, wow, das war ja nie, das ist ja eine Illusion hier, das ist ein Traum. Ich bin eins mit Gott. Du bist eins mit Gott, wir sind keine Körper. Ja, so, und das bedeutet, sie werden dem Leben, wir werden dem Leben zurückerstattet. Was ist das Leben? Dies hier ist nicht das, was Jesus Leben nennt. Das Leben ist unser Wiedererkennen, dass wir eins mit Gott sind, dass wir Gott selbst schlussendlich, ja, sind. Wobei das jetzt das Ego sehr leicht benutzen kann und in eine Arroganz damit geht. Ja, also das heißt, wir tun es in Demut. Wir tun es in Demut und jeder ist darin eingeschlossen. Wir sind deswegen nicht besonders. Niemand hier ist besonders. Ich bin eins mit Gott, du nicht und der nicht, sondern jeder, weil das alles nicht das ist, was wir sind. Wir sind keine Körper. Und ich muss ehrlich sagen, ich lerne das in großer Freude, dass ich kein Körper bin. Ich bin unendlich dankbar zu lernen, dass diese Welt mein Traum ist. Ja, und dass ich eins mit Gott bin und dass nur in der Himmel mein Leben ist. Ja, ich bin unendlich dankbar dafür. Ich bin deswegen überhaupt nicht traurig, ja, weil ich die Bedeutungslosigkeit dieser Welt erkenne. Ja, dieser Welt, die doch im Tod endet, wo alles hier im Tod endet. Ja, die Vergänglichkeit. Vergänglichkeit ist Bedeutungslosigkeit. Das Ego sagt, Vergänglichkeit ist eine tolle Sache. Ja, das ist so, ne? Nee, Vergänglichkeit ist Bedeutungslosigkeit. Kein Wunder kann denjenigen, die erkennen, dass sie eins mit Gott sind, je verweigert werden. Na, also keine Berichtigung in meinem Geist. Ein Wunder ist nicht eine Wunderheilung. Das ist kein Wunder, sondern ein Wunder ist eine Berichtigung meines Geistes, dass der sich erinnert, ich träume. Das ist das Wunder. Und wenn der Geist heilt, dann heilen auch die Wirkungen, die er vorher verursacht hat in seinem brennenden Geist, ja. Aber auf welche Weise sie heilen und wann sie heilen und das weiß nur der Heilige Geist. Es gibt nicht einen ihrer Gedanken, der nicht die Macht hätte, alle Formen des Leidens bei jedermann zu heilen. In Zeiten, die vergangen sind und Zeiten, die noch kommen werden, genauso leicht wie bei jenen, die jetzt neben ihnen gehen. Ihre Gedanken sind zeitlos und ebenso unabhängig von Entfernung wie von Zeit. Ja, wir sind. Wenn wir das akzeptieren, ich bin eins mit Gott, dann kann ich nur noch heilen und dann kann ich auch nur noch heilende Wirkungen haben. Das kann gar nicht anders sein. Denn wenn ich akzeptiere, ich bin eins mit Gott, akzeptiere ich automatisch du auch. Ja? Also wir sind geheilt, wir sind geborgen, wir sind sicher. Ja. Wir verbinden uns in diesem Gewahrsein, wenn wir sagen, dass wir eins mit Gott sind. In der Zeitlosigkeit, im Gewahrsein der Zeitlosigkeit und der Ortlosigkeit. Ja. Denn mit diesen Gedanken sagen wir ebenfalls, dass wir erlöst sind und geheilt, dass wir entsprechend auch erlösen und heilen können. Wir haben angenommen und jetzt möchten wir geben. Denn wir möchten die Gaben, die unser Vater uns gab, behalten. Ja, Geister sind verbunden. Das heißt, wenn mein Geist, der Christusgeist, ist verbunden mit deinem Christusgeist, es ist derselbe. Es ist genau derselbe. Das ist gar kein Unterschied. Ne? Und insofern können wir mit unseren Gedanken heilend wirken. Ja.
Heute möchten wir uns als eins mit ihm erfahren, damit die Welt unser Erkennen der Wirklichkeit mit uns teilen möge. In unserer Erfahrung ist die Welt befreit. Indem wir unsere Trennung von unserem Vater leugnen, ist sie geheilt mit uns gemeinsam. Sie ist geheilt, indem ich erkenne, dass sie gar nicht ist, dass sie gar nicht das ist, was ich denke, was sie ist. In diesem Sinne ist sie geheilt. Meine Wahrnehmung ist geheilt. Meine Projektion habe ich zurückgenommen in meinen Geist. Und so ist mein Geist geheilt. Und wenn mein Geist heilt, dann heilt, dann ist alles in meinem Geist geheilt. Friede sei heute mit dir. Sichere deinen Frieden, indem du dich im Gewahrsein übst, dass du eins mit deinem Schöpfer bist, wie er es mit dir ist. Irgendwann heute, und jetzt kommt unsere Übung für heute, wann immer es am günstigsten erscheint, widme dem Gedanken eine halbe Stunde, dass du eins mit Gott bist. Eine halbe Stunde, ihr Lieben. Dies ist unser erster Versuch mit einer ausgedehnteren Übungszeit, für die wir weder Regeln noch besondere Worte vorgeben, um deine Meditation anzuleiten. Wir wollen Gottes Stimme vertrauen, dass er heute zu dir spricht, wie er es für richtig hält, in der Gewissheit, dass er nicht versagen wird. Verbringe diese halbe Stunde mit ihm, er wird das Übrige tun. Wunderschön. Eine halbe Stunde, ihr Lieben. Wir können unsere Zeit nicht besser verbringen als so. Ja. Ich habe irgendwann mal begonnen, abzubauen. Was abzubauen? Abzubauen die To-dos, also wo, was ich zu tun habe, was mein Leben einfach zu machen, mein Leben einfach zu gestalten, so einfach wie möglich. Ja, so simpel, ne? Also, weil für mich ist es einfach unglaublich wichtig, Zeit zu haben, um mit Gott zu sein. Ich will nicht immer beschäftigt sein mit irgendetwas, das will ich gar nicht. Ne? Das ist, viele Menschen haben das Gefühl, beschäftigt, muss mich beschäftigen und können gar nicht in diese Ruhe hineingehen, können gar nicht ruhig sein. Ich habe noch nie dieses Bestreben gehabt, oder seit ich halt auf dem Weg bin, oder wahrscheinlich vorher, glaube ich auch nicht, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich beschäftigen. Ja, zum Beispiel, um die Unruhe nicht zu spüren oder dies oder das oder was auch immer. Für mich war es immer das Erstrebenswerteste überhaupt, alles so zu gestalten, dass ich sein kann. Ob mir das nun immer so gelungen ist, ist jetzt die zweite Frage, ja, weil ich habe jetzt auch Jahre oder also wo viel zu tun war, es war einfach die Zeit und wo ich das Gefühl habe, ich habe gar kaum noch Zeit, um zu sein. Aber das ist für mich das, was an erster Stelle wirklich ist. Und was ich jeden Tag, und wenn es einige Minuten sind oder wie auch immer, mir diese Zeit, oder wenn es auch beim Spaziergang ist, den ich auch sehr gern allein unternehme, ich mache es auch gern zu zweit, aber auch gern allein, wo einfach diese Stille da sein darf, wo ich einfach sein darf und mich erinnern kann, ja. Wo ich sozusagen, wo die Stille in mir arbeitet. Der Nutzen wird für dich nicht geringer sein, also dieser heutigen Übungszeit, wenn du glaubst, dass nichts geschieht. Womöglich bist du nicht bereit, den Gewinn heute anzunehmen. Und ihr Lieben, und er sagt, es macht nichts. Ja? Der Nutzen ist für dich nicht geringer, auch wenn du das Gefühl hast, da passiert nichts. Es passiert etwas, auch wenn du es nicht wahrnimmst. Irgendwann jedoch wird er zu dir kommen, also dieser Gewinn, und du wirst nicht anders können, als ihn wahrzunehmen, wenn er mit Gewissheit deinem Geist aufdämmert. Und diese halbe Stunde wird in Gold gerahmt sein. Also gleich, was du wahrnimmst, das ist so. Diese halbe Stunde wird in Gold gerahmt sein und jede Minute wird wie ein Diamant in der Fassung des Spiegels sein, den diese Übung dir anbieten wird. Und du wirst Christi Antlitz darin sehen, als Spiegel deines eigenen.
sehr tröstlich. Heute vielleicht, vielleicht auch morgen wirst du deine eigene Verklärung im Spiegel sehen, den diese heilige halbe Stunde dir entgegenhält, damit du dich betrachtest. Wenn du bereit bist, wirst du sie dort finden, in deinem Geist und darauf wartend entdeckt zu werden. Du wirst dich dann an den Gedanken erinnern, dem du diese halbe Stunde gewiss gewidmet hast, und dankbar gewahr sein, dass du nie Zeit für etwas Besseres verwendet hast. Ja. Wie könnten wir besser Zeit verbringen, als mit Gott zu sein? Mich zu erinnern, dass ich eins mit Gott bin, in Dankbarkeit, in großer, übergroßer Dankbarkeit, in einer Dankbarkeit, in der jedes Wort zu wenig ist, um diese Dankbarkeit auszudrücken. Heute vielleicht, vielleicht auch morgen, wirst du in diesen Spiegel schauen und verstehen, dass dies sündenlose Licht, das du siehst, das deine ist. Ja, wow, es berührt mich gerade, ich spüre gerade echt, wow. Ja, ich bin sündenlos und dieses sündenlose Licht, das ist meins. Ja, ich bin eins mit Gott. Wow. Danke dafür, ja. Dass die Lieblichkeit, die du erblickst, deine eigene ist. Betrachte diese halbe Stunde als deine Gabe an Gott in der Gewissheit, dass seine Gegengabe ein Gefühl der Liebe sein wird, das du nicht verstehen kannst. Eine Freude, die zu tief geht, als dass du sie erfassen könntest. Ein Anblick, der zu heilig für den Anblick durch des Körpers Augen ist. Und dennoch kannst du sicher sein, dass du eines Tages, heute vielleicht, vielleicht auch morgen, verstehen und erfassen und auch sehen wirst. Und da es keine Zeit gibt, ist es eigentlich auch nicht relevant, heute, morgen. Für den Heiligen Geist spielt es keine Rolle. Füge dem goldenen Rahmen, der den dir heute angebotenen Spiegel einfasst, noch weitere Diamanten zu, indem du stündlich bei dir wiederholst. Und jetzt kommt unser wunderschöner Leitgedanke heute. Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin, mit meinem Selbst und allen meinen Brüdern auf ewig heilig und in Frieden. Ja. Ich bin eins mit Gott und daran will ich mich heute erinnern, den ganzen Tag über. Und die Sicherheit, diese vollkommene Sicherheit und dieses Vertrauen fühlen, was damit einhergeht. Ich bin eins mit Gott, mit allem, was ist, mit meinem Selbst, mit allen meinen Brüdern. Auf ewig heilig und in Frieden. Ja, danke für dieses Geschenk heute und danke für dich und sei gesegnet und hab einen wunderschönen Tag. In Christus.